Ja, hallo ihr Lieben, ist Christian Schemeier, Paartherapeut und Beziehungscoach. Und ja, neuer Streaming-Raum, noch nicht fertig. Aber Arbeit geht weiter. Ich bin eigentlich total platt. Und Allergien, ach Gott, ey, sind alle Gräser gleichzeitig geblüht irgendwie oder keine Ahnung. Naja, aber es geht mal wieder um schöne Thema. Vermisse meinen Ex und wir haben einen Flash-Sale, das heißt ganz kurz 3 Tage 22% auf meine libysche Kurse, kommen mit dazu zu den anderen, ja, ich will es gar nicht sagen, aber 15.000 Menschen, die schon Content von mir konsumiert haben und ja, der Code lautet, das Wichtigste, Juni 22 für 22% auf alle libysche Kurse. So, gib mir mal eine E-Mail, wenn du auch solche Fragen stellen willst, kannst du ein Formular auf liebeschipp.de machen. Nachricht von Radnjetsch, klar. Lieber Christian, wo warst du und all diese belebenden Ansätze, als ich mit Anfang, Mitte 20 in einer Beziehung mit einem Bindungsängstler war, mit dem ich mich bis heute verbunden fühle und nicht loslassen kann? Ich bin jetzt 40. Boah, sag nicht, du denkst immer noch an den... verheiratet und habe Kinder. Mein Mann lernte ich 4 Jahre nach der Trennung von meinem Ex kennen und wir sind jetzt 15 Jahre zusammen. Unsere Beziehung beruht auf einer angenehmen Kombination aus Vertrauen, Loyalität, gemeinsamen Zielen, Interessen, Zugeständnissen und Freiheiten. Hört sich gut an. Aber ist ja immer so langweilig, ne? Ich selber arbeite auch im therapeutischen Bereich. Jetzt ist es aber so, dass ich mich, allerdings mit Kindern, jetzt aber so, dass ich mich doch immer wieder gerade in angespannten Situationen in der Familie eingesperrt fühle, provoziere und in Tagträume über meinen Ex versinke. Ja, jetzt könnte man ja meinen, dass das irgendwas mit Liebe zu tun hat, aber wenn das jetzt, ich weiß, ich habe die Mail noch nicht gelesen, wenn das jetzt um toxische Beziehungen geht, hat es nicht mit Liebe zu tun, ne, sondern mit heiß-kalt, mit intermittierender Verstärkung, mit sehr grundlegenden Prozessen im menschlichen Gehirn, jemals schon erste Semester Psychologie, und die einfach eine irrsinnige Wirkung haben. Also eine intermittierende Verstärkung ist das, ja, wenn du mal ein Leckerli kriegst und mal nicht, und das ist eigentlich so das, oder der Mechanismus von toxischen Beziehungen. Und ja, was soll man sagen, ne? So, und ja, und das ist, deswegen sage ich immer, sieh das als einen Suchtprozess, so, ne? Und wenn du Stress hast, das ist jetzt auch, ich meine, das ist wirklich eine lange Zeit, ne, seit, dass du darüber nachdenkst, das finde ich auch bemerkenswert, aber ganz allgemein ist es so, wenn Leute in einer toxischen Beziehung waren und danach in gesündere kommen und sie oder auch Single sind und sie kommen in Stresssituationen, dann denken sie wieder an ihren Ex. Warum? Weil das ist wie so ein Gläschen Schnaps. Das ist wie so, ach, ich trinke mal ein Schnäpschen. Ne? Das war deine Droge und wenn du unter Stress kommst, vermisst du die Droge. So, ne? Ist eine schreckliche Trennung für mich? Ah, okay, war es toxisch. Die Beziehung ging mit Vollgas los und wir waren uns körperlich so nah, wie ich es mit keinem anderen vorher und danach erlebt habe. Hat Johnny Depp auch gesagt mit der lieben Amber Heard. Und dann ging 5-6 Jahre absoluter Albtraum und Scheiße los. Keine Beziehung fühlt sich so richtig an wie die falsche. Könnt ihr glauben, könnt ihr lassen, ist mir wurscht. Ist leider so, wie es losgeht. Warum? Also hundertprozentig kann ich es auch nicht sagen, aber es gibt natürlich gerade Menschen, die, kenne ich durch deinen Ex nicht, aber gerade Menschen, die so gewisse Persönlichkeitszüge haben, sag ich mal, die es ihnen schwer machen, ruhige Beziehungen zu führen, führen auch dazu, dass, ja, dass sie manchmal charmant, witzig oder auch momentweise sehr offen sein können. Aber meiner Ansicht nach, selbst das ist, glaube ich, besser erklärbarer durch Suchtprozesse, dass man immer die Mauer spürt, Mauer, und dann ist die Mauer mal einmal weg und dann, ah, oh, ich bin so connected. Ja. Ich ließ mich total fallen und öffnete mich ihm komplett, was ich in Beziehung vorher so nicht getan hatte. Nach ein paar Monaten kam es zu der ersten Situation. Ich vermute mal nach genau 3 Monaten, nach 100 Tagen, weil wir ja wissen,
das Textbook der toxischen Beziehung extrem eingegrenzt ist. Das ist leider. Und nach 100 Tagen kommt der Absturz. Wollen wir mal gucken, wie der Absturz hier aussieht. So. Nach ein paar Monaten kam es zu einer ersten Situation, in der er plötzlich auf einem Konzert zu mir sagte, ich weiß gar nicht, ob ich dich noch liebe. Der Absturz. Also hier war die Beziehung 3 Monate. So, ist immer genau so. Es ist wirklich, viele Menschen wollen mir immer erklären. Ich will so ganz lange erklären, wie man eine toxische Beziehung war. Ich sage immer, Leute, es ist sowieso mal das Gleiche. Ich höre es mir gern an, aber du kannst es auch gern kurz erzählen, weil Details sind nicht so wichtig. Ich muss nur gucken, ob es das gleiche Muster wieder ist. Das geht so. Fangen wir hier an. 3 Monate. Und das ist jetzt ein typisches Beispiel. Ich liebe sie nicht mehr. Ich habe eine andere. Ich bin gar nicht Single. Mein Goldfisch ist krank. Und dann wird jetzt kommen. Ah, scheiße, was machst du da? Und dann sagt er wahrscheinlich, nee, doch nicht. Finde ich doch wieder ganz gut. Nee, ich finde dich doch nicht mehr ganz gut. Finde ich doch noch gut. Finde ich doch nicht gut. Krümel, 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 Krümel. Mehr ist es eigentlich nicht. Wer will das? Wer will das? Wer will das? Daraufhin folgten einige Tage des Nachdenkens und dann kam er wieder. Ja, siehst du, man kann das wirklich 1:1 vorhersehen. Ja. Das wiederholt sich einige Mal in einer Beziehung. Ja, habe ich gerade genauso geschildert. Ich schwör's, ohne die Mail vorher gelesen zu haben. Ja. Man kann es, viele Leute immer sagen, woher weißt du, wie sowas weitergeht? Weil es ist so fucking einfach. Es ist so fucking einfach. Das Schwierige ist, das nicht mehr zu tun, aber dieser Ablauf ist total simpel. Ne? Das wiederholt sich an ja mal und je mehr das Zeit ist, umso mehr fing ich an zu klammern. Ja, ja, ist klar. Obwohl ich das eigentlich nicht so mein Ding vorher war. Aber die Angst, ihn zu verlieren, wurde so groß. Er sagte mir, ich wäre die Frau seines Lebens. Ja, jetzt haben wir hier Future Faking und ja, eigentlich Gaslighting auch, ne? Das ist ja nur Gelaber. Wieso liebt er die Frau seines Lebens nicht? Das macht einfach keinen fucking Sinn. Leute, ihr müsst euch immer fragen, macht es irgendeinen Sinn, was euer Partner sagt? Ne? Das macht keinen Sinn. Ne? Das ist Lovebombing, ne? Also es ist vor allen Dingen Lovebombing. Ja. Das ist auch manchmal. Begriffe sind auch teilweise ein bisschen austauschbar, aber gut, technisch ist es Lovebombing, sagen wir mal so. Dann 3 Tage später trennte er sich. Ja, es macht einfach keinen Sinn. Es ist einfach, entweder macht das absichtlich oder er macht es unabsichtlich. Also mir ist das mittlerweile auch scheißegal, warum Leute sich benehmen, wie sie benehmen. Uninteressant, einfach, ja, wahrnehmen, akzeptieren und daraus die Schlüsse ziehen, so. Und jemand, der sagt, du bist die Frau meines Lebens und sich 3 Tage später trennt, der ist einfach nicht ernst zu nehmen. Das ist einfach, als Partner kann man so einen Menschen nicht ernst nehmen. Das ist einfach ein Witz. Sorry. Ja. Und jetzt sag aber nicht, dass du dich nach dem verzehrst. Ja? Habe ich das richtig verstanden? Okay, netter Typ auf jeden Fall. So. Er trennte sich. Dann ging es natürlich weiter. Ja, wir wissen ja, toxische Beziehungen sind immer Lovebombing, Kritik. Hatten wir ja auch so eine Art Kritikphase, man lebt nicht mehr. Abschuss und dann geht der ganze Scheiß wieder von vorne los. Wer braucht sowas? Niemand. Schließlich nach circa 1,5 Jahren, wieso es jetzt weitergeht, weiß ich auch nicht. Wir hatten vorher eine Fernbeziehung und es ging darum, in eine Stadt zu ziehen. Trennt er sich abrupt. Er vermute mal, ist die 2. Trennung, haben wir jetzt on-off. Heißt sowieso nicht kompatibel. Die nächsten Jahre litt ich vor mich hin. Er nahm immer wieder Kontakt auf. Ja, so sind diese Menschen. Ich kann es nicht ändern. Ne? Deswegen blocken, 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 loslassen. Es ist einfach ein bisschen der Liebessucht hier. Ne? Ja. Nichts weiter. Mehr ist dazu nichts zu sagen. Hat mit Liebe nichts zu tun. Man behandelt den Menschen nicht so, den man liebt. Ne? Ja. Aber du machst ja auch mit. Ne? Also wollen wir gar nicht alles auf ihn schieben jetzt hier. Und ja. Also dann haben wir Kontakt auf und es folgten eine Situation, in denen ich sicher war, wir kommen wieder zusammen. Ja, on-off, nicht kompatibel. Ihr müsst über on-off gar nicht, es ist eigentlich so einfach. Was ich immer wieder sage, ihr müsst über on-off müsst ihr nicht nachdenken. Das heißt nicht kompatibel und fertig. Hasta la vista. Nächste Beziehung. Oder ihr quält euch damit ein Leben lang. Ne? Das ist eure Entscheidung.
Aber ihr kriegt kein langjähriges On-Off aufgelöst. Kannst vergessen. Ja, geht nicht. Sagt ihr wahrscheinlich, oder jemand wird es wahrscheinlich sagen, ja, aber XY, Thomas Gottschalk und Wim Tölke sind auch wieder zusammengekommen nach 25 Jahren. Ja, das ist jetzt nicht on-off, wenn man dann auseinander war und entscheidet sich, wieder zusammenzukommen, bleibt dann zusammen, ne? Aber so ab dem dritten Off, sage ich mal, ist sicherlich on-off-Beziehung. So, ne? So, jetzt muss ich mal gerade wieder auf die Linie finden. Und er dann wieder einen Rückzieher machte. Ich hatte immer mal wieder kurze Affären. Er hatte nichts, weißt du nicht, du kennst das, weißt du nicht. Ich zweifelte an meiner Wahrnehmung. Er war ein ständiges Komm her, geh weg. Ja, so sind Menschen. Das hat nichts mit dir zu tun, ne? Nach 4 Jahren brach ich den Kontakt ganz ab und lernte irgendwann meinen heutigen Mann kennen. Jetzt der Bogen zu meiner Frage. Wieso lasse ich bis heute trotz meiner jetzigen Beziehung, meiner Familie und so weiter nicht los? Ja, meistens, also erstmal ist die Frage, hast du noch Kontakt? Das ist immer die erste Frage, weil man muss auf Null Kontakt gehen. Und das heißt auch, Null Kontakt heißt nicht, ich gucke jeden Tag aufs Handy, ob er sich wieder gemeldet hat oder so. Null Kontakt heißt Null Kontakt, aber vielleicht hast du das nach 10 Jahren. Dann liegt es eigentlich daran, dass du diese Beziehung noch auf den Podest stellst, dass du sagst, das war irgendwas Besonderes. Ich kann da nichts, sorry, wie ich das jetzt sage, nichts Besonderes entdecken, außer Liebessucht, Drama, Dopamin, was zugegebenermaßen kurzfristig, also das ist der Unterschied zwischen Spaß und Freude, ne? Das ist kurzfristiger Spaß und wie gesagt, ich werde das jetzt immer wieder sagen, guck du auf die Beziehung von Johnny Depp und Amber Heard. Wie hoch hat er diesen kurzfristigen Spaß bezahlt? Das ist ein extremes Beispiel, aber wie viel, glaubt doch nicht, dass er nur 7 Millionen Schaden hat oder nur 10 Millionen oder 15 Millionen. Das werden viel mehr sein, viel mehr, ne? Und das wird er von ihr auch nie wiederkriegen, ne? Da bin ich mir ganz sicher. Und ja, das wird, ich glaube auch nicht, dass er die 10 kriegt, ne? Also, ich kann mir das nicht vorstellen. Die wird alles versuchen, ihm nichts zu zahlen oder ich nur einen absoluten Bruchteil. Und das wird sich noch über Jahre ziehen. So, aber gut, das soll jetzt nicht heute unser Thema sein. Aber ja, das ist, und das ist bei Drogen genauso, ne? Du hast da Spaß in deinem Rausch, ja, da ist mal 3 Stunden, ist alles gut. Ja, und dann geht der Scheiß wieder los. Und das musst du wissen, ne, was du willst. Aber ich weiß nicht, ob du schon mal eine Shitlist gemacht hast und schon mal Modul 0 bei mir gemacht hast. Das ist ja gerade der Code. Bänder trennen, Shitlist, all die Sachen. Und mal überlegen, wie, also hilft es dir nicht vielleicht, das zu sehen, dass es einfach keine gute Beziehung war. Ne? Ich erinnere mal wieder an dieses Experiment mit den Wildtieren, weil das, vielleicht sagt man sich immer, nein, das ist Liebe. 3 Wildtiere, 3 Futtertröge, an einem ist nie Futter, an einem ist immer Futter, an einem ist völlig unvorhersehbar Futter. Wo stehen die meisten Wildtiere? An 3. Futtertrog, ich kann es nicht ändern. Also, so, ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat da oben mit dieser intermittierenden Verstärkung. Vielleicht hat das irgendeinen Sinn. Aber es fuckt uns Beziehungsleben komplett ab, weil ich kann dir sagen, auch in der nächsten Runde wird dann nur Müll rauskommen. Ne? Und vielleicht ist dir diese Beziehung zu langweilig, vielleicht kannst du das nicht wertschätzen, was du da hast, vielleicht sagst du dir, ja, ich kann es wertschätzen, ich will trotzdem mehr Spaß und Freude haben irgendwie oder mehr Spaß haben, ja, dann trenne dich und such dir, ja, aber nicht mit dem, dann such dir jemand Neues dafür irgendwie, ne? Oder versuch die Beziehung mit deinem Mann irgendwie mit Paartherapie oder so mal wieder spaßiger zu machen, das ist ja durchaus ein legitimer Wunsch, ne? Das musst du letztlich wissen, ne? Aber der Ex, sag ich immer, ich sag ja immer, jeder Mensch nur eine Chance, also maximal 2, aber besser eine und dann ist es durch. Dann hat der seine Chance gehabt, der hat es verkackt und glaubst noch nicht, dass da alkoholfreies Bier dass da noch irgendwas Gescheites bei rauskommt, ne? Also sie ist als, ich sage auch bewusst liebenssüchtig, weil man bleibt meiner Ansicht nach anfällig, insbesondere wenn man nicht zufrieden ist im Leben, deswegen ist NASCAR das Leben so wichtig. Und das geht hier wie anderen Junkies auch, dass sie dann irgendwann, ja, sie vermissen halt
Ja, die, was weiß ich, die Partys ohne Ecstasy sind halt so langweilig oder keine Ahnung, vermissen das, was aber eigentlich ein Suchtprozess ist. Und ob du jetzt unbedingt meinst, du müsstest Suchtprozesse in der Liebe leben, das musst du wissen. Ne? Das kann ich, also, ich kann dir nur sagen, wenn du dich wieder da melden würdest, wird es wieder eingeben. Und wie gesagt, Johnny Depp ist ein hervorragendes Beispiel. Ich weiß, ich will gar nicht wissen, wie viele Runden der gedreht hat. Und da kann man mit Sicherheit sagen, dass jede Runde schlimmer war. Und wenn er früher rausgegangen ist, hätte er nicht diesen gigantischen Scheiß gehabt. Ja, das kann man auch sagen, auch es gilt auch für Johnny Depp, dass natürlich auch toxische Beziehungen Sinn haben, einen weiterbringen. Aber der Sinn erschließt sich einem nicht, wenn man immer wieder reingeht. Das kann ich auch immer sagen. So, jetzt kommen wir, glaube ich, langsam an des Pudels Kern. So. Wieso lasse ich also nicht los? Es ist 20 Jahre her. Und dann ist es auch noch so, dass mein Ex und ich vor einem Jahr Kontakt hatten. Mein Job ist so fucking einfach, Leute. Ich schwöre, ich habe diese Mail nicht gelesen. Was war meine erste Frage? Hast du noch Kontakt? Es ist so einfach. Ja, brauche ich gar nicht weiterlesen. Das kannst du vergessen. Du kannst dich nicht entlieben und entsuchten, wenn du noch Kontakt hast. Sorry. Ist ein Klassiker, diese Mail, echt. Ich will dich da jetzt nicht triggern oder so. Ich will dir einfach nur sagen, dass es nichts Besonderes ist und dass ein Problem wahrscheinlich viele Facetten hat, aber das oberste dicke Layer, das ist also, und was, wo du mit am meisten erreichen kannst, ist, dass du auf null Kontakt gehst. Sorry, wenn du null, also, und außerdem betrügst du deinen Mann emotional. Das ist meine Meinung. Nur, wenn ihr mir schreibt, kriegt ihr meine Meinung, ne? Bezweifle mal, dass er das weiß, ne? So. Also ihr schreibt euch Nachrichten. Ich hatte einen Burnout, war arbeitsunfähig und vermisst ihn wieder. Ja, wie gesagt, wie er schon dargestellt, wenn es einem nicht gut geht, will man wieder seinen Schnaps trinken, so, ne? So, also schickten wir uns Lieder und schrieben uns über unser Leben. Ey. Oh, Leute, ey. Das Leben ist keine Rosamunde Pilcherschwein. Man datet sich, aber man lässt es. Oder wenn es nicht geht, dann geht es nicht. Wenn es toxisch ist, dann ist es toxisch. Aber schreibt, schickt euch keine Lieder. Ey, Mann, ey. Wirklich. Was soll denn das bringen? Also, das ist diese, was mit Liebessucht häufig einhergeht. Also, ich könnte dieses Video jetzt wieder 10 Stunden machen und wieder alles erzählen. Aber das würde immer zu weit führen. Dafür gibt es ja auch die Kurse. Also, das ist eben auch eine Fantasiesucht, ne? So eine Sucht, immer wieder in Fantasien zu gehen. Vielleicht hast du das in der Kindheit auch schon gemacht, wenn dein Leben nicht besonders schön war. Und da kannst du an 1000 Punkten ansetzen, nur an einem Punkt nicht weiter Kontakt zu haben. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Aber it's up to you, ne? Er ist auch verheiratet. Okay, er geht da emotional auch fremd. Meine Meinung, könnt ihr anders sehen, hat auch Kinder und fing an, davon zu schreiben, dass er sich so verändert hat. Ja, ja, mhm. Ja, darauf muss ich erstmal wieder alkoholfreies Bier trinken. Hab mich so verändert. Kann ich noch eine Runde toxischen Sex vorbereiten hier mit irgendwelchen, weil, wieso soll er sich denn verändert hat? Er ist, gräbt an dir rum, wo ist sie? Ach Gott, ich kann das nicht mehr hören, Leute. Ich kann das nicht mehr hören. Ey. Aber ja, das wird dann immer gesagt. Ich habe mich verändert. Dieses Mal wird es anders. Und dann wird es doch genauso. Warum? Weil es so ist. Weil man sich nicht ändert, solange man, also nicht wesentlich ändert, solange man noch festhält an toxischen Beziehungen. So, ne? Und natürlich können sich Menschen ändern, nur das führt bei solchen Sachen dazu, dass man ja die Anziehung verliert in der Regel, ne? Oder irgendwelche anderen Sachen passieren, aber nicht, dass man kann, du kannst nicht so eine Halligalli-Achterbahn-Beziehung mit Dopamin und Stress und Cortisol und kannst du nicht mischen mit einer sicheren, committeden Beziehung. Es geht einfach nicht. Du kannst einfach nicht beides haben. Also klar, ich sage ja immer, man kann sich viel manifestieren, aber ich glaube wirklich, du kannst es nicht beides haben. Und du kannst da wieder rausgehen, du kannst es wieder machen, dann bist du bestimmt in so einem Drecksdreieck mit ihm. Ich glaube nicht, dass er sich drin würde. Kannst du wieder machen.
Und dann wirst du irgendwann wieder denken, warum habe ich das gemacht? Warum habe ich meine sichere Beziehung ausgegeben? Aber it's up to you, ne? Dein Leben, ne? So, es ein Band zwischen uns gibt, was für immer bleibt. Oh. Oh, es ist nichts gegen dich, dass du nur immer wieder diese blumige Sprache sehen, dann weiß ich schon, Tox-Alarm auf 10, ey. Es gibt ein Band zwischen uns. Das ist die Frau meines Lebens, die ich in 3 Tagen verlassen werde. Ich liebe dich so sehr, dass ich leider diese andere Frau jetzt nehmen muss. Du bist mir so wichtig, dass ich mit dich wieder abschließen muss, leider. Ich weiß nicht, frage mich, ob die Leute das wirklich glauben, die sowas schreiben. Ich weiß es nicht. Ich bin vielleicht heute ein bisschen streng, aber es ist nichts. Ich will dir nur helfen. Ne? Ist auch nichts, ist wirklich ganz liebevoll gemeint. Und ich finde es einfach auch nicht gut, wie er mit dir umgeht. Aber ich finde es auch nicht gut, muss ich sagen, wie du mit einem Mann umgehst. Ne? So. Und diese Energie solltest du vielleicht in eurer Ehe stecken, selbst wenn es vielleicht bedeuten würde, die Ehe ist mir zu langweilig. Selbst das ist ja legitim, ne? Aber meiner Ansicht nach ist es eine Energieverschwendung. Das sind so ein, ich will es jetzt nicht wieder sagen, weil ich weiß nicht, ob du neu bist, aber wirklich jede zweite Mail, die ich bekomme, und ich wirklich, es ist ein Dreieck. Und das ist, oder ein Viereck oder ein Fünfeck. Und das ist meiner Ansicht nach der Hauptgründe, warum es einem nicht gut geht. Der Hauptgründe, wenn man sich wirklich einfach nur keine Dreiecke leben würde. Aber ja, das ist ich darf hier keinen Spaß mehr haben mit meinem Dreieck und es ist doch so schön, wie wir uns schreiben. Ja, dann mach dein Leben nice geil, aber nicht mit Dreiecken. Die führen wirklich eigentlich so auf die Dauer nur zu Unglück, ne? So, ich fühle mich sehr ambivalent, irgendwie froh, dass ich mit meiner Sehnsucht nicht alleine bin und andererseits auch erschrocken, weil es so viel Schmerz ist. Ja, das wird irgendwie mit deiner Biografie zusammenhängen, aber das können wir so schon so lange, die Mail, das können wir hier sicherlich nicht erörtern. Vielleicht auch nicht, aber wahrscheinlich schon, wenn du da so, wenn dich das so triggert. Ich mein ganzes Vertrauen an ihn verloren habe. Es ging so weit, dass er schrieb, dass er unglücklich in seiner Beziehung sei und Angst hätte, wenn wir weiter in Kontakt haben. Dort alles vor die Hunde geht und er sich mir öffnet anstatt meiner Frau. Ja, meiner Ansicht nach arbeitet er schon wieder an der Affäre, aber Gott, ey, ist wirklich, oh. Naja, ich wusste selber nicht richtig, was ich nun wollte. Ich wollte meine Familie, meinen Partner nicht aufgeben. So als würde es ja alles, was ich gefühlt habe, in Frage stellen, wenn ich diesen Mann einfach loslasse. Der Kontakt ist jetzt seit einem Monat vorbei, aber es hat mich nachhaltig verwirrt. Ja, das ist der Preis für Kontakt, das kann ich dir ganz einfach beantworten. Vielleicht hast du auch Thema Bindungsangst, kann auch sein, ne? Oder dein Leben ist zu langweilig. Ja, ich habe, glaube ich, genug Punkte gesagt, ne? Nimm noch Raum in meinen Gedanken an. Ja, das liegt daran, dass du dir wieder Schnäpschen gegönnt hast, beziehungsweise viele Schnäpschen. Nichts anderes, ne? Hat nichts mit Liebe zu tun. Was ist es, was ich möchte? Ja, das musst du herausfinden, das kann ich dir nicht sagen. Möchte ich mit jemandem zusammen sein, der so unklar und bindungsängstlich ist? Na, also vielleicht hattest du so eine heiß und kalt Familie und es fühlt sich irgendwie vertraut an, aber da fehlen mir jetzt die Informationen. Ne? Und warum? Ich hoffe, dass du vielleicht erhellende Gedanken hast. Ich drehe mich im Kreis, herzliche Gedanken, herzliche Grüße und wir sehen uns bald wieder und kauf die fucking Kurse. Schön billig am Wochenende. Mhm.